Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, bin ich gerade mitten im Umzug und alles dreht sich gerade irgendwie um meinen Umzug. Deswegen auch dieses Video, denn es hat mit meinem Umzug zu tun. Ich habe euch ja vor 2 Wochen oder sowas meine neue Wohnung gezeigt, meine neue Roomtour von der Wohnung. Und da war sie halt so, wie sie mir der Vormieter übergeben hat. Und ich habe dann ein bisschen renoviert, habe gestrichen, ein bisschen was gemacht und dachte, bevor ich einrichte, zeige ich euch einfach mal die Wohnung, wie sie quasi jetzt aussieht. Im renovierten Zustand, was ich gestrichen habe, was ich gemacht habe. Ja, einfach so ein Vergleich zu unrenoviert, dann jetzt renoviert und dann irgendwann die fertige Roomtour mit Möbeln drin, damit ihr einfach so nachvollziehen könnt, was sich getan hat. Und ich würde sagen, wenn ihr die Roomtour noch nicht kennt von der Wohnung, wie sie vorher aussah, solltet ihr sie euch auf jeden Fall angucken, denn sonst seht ihr gar nicht, wie es vorher aussah. Die ist auf jeden Fall am Ende des Videos verlinkt und auch in der Infobox, also wenn ihr die nicht kennt, unbedingt reinklicken. Und ich würde sagen, dann zeige ich euch jetzt einfach, wie es jetzt aussieht und ihr seht, was ich alles in der Wohnung gemacht habe. So, okay, dann fangen wir mal an. Also, das ist mein Flur. Viel hat sich eigentlich nicht getan. Ich habe nur die ganzen Wände weiß gestrichen. Und den Türrahmen, damit es nicht so aussieht, als wäre da mal eine Tür gewesen. Dann kommen wir hier direkt zur ersten Tür. Das ist mein kleiner Waschraum. Den habe ich einmal ein bisschen drüber grün gestrichen, weil das war nicht mehr schön. Hier kommt einfach nur mein Trockner rein und meine Waschmaschine. Und das war's. Das war früher mal ein Gästeklo. Jetzt nicht mehr. So, dann gehen wir weiter. Das ist mein Flur. Hier geht's in die Küche, da ins Badezimmer, da ins Schlafzimmer und da ins Wohnzimmer. Ich würde sagen, wir fangen hier mal an. Das ist die Küche. Die Einbauküche bleibt drin. Hier steht halt jetzt noch ein bisschen Zeug rum. Das kommt wahrscheinlich raus. Hier kommt was anderes hin, aber da würde ich sagen, lasst euch einfach mal überraschen. Dann kommen wir hier auf meinen Balkon. Der sieht so aus, da wird sich auch noch einiges tun. So, aber dass ihr mal einen kleinen Einblick habt. Zack, dann gehen wir mal ins Badezimmer. So, das sieht so aus. In der Küche habe ich übrigens nur die eine Wand. Na, warte. Diese Wand, gestrichen, der Rest war so. So, und im Badezimmer hat sich eigentlich richtig viel getan. Denn die kompletten Fliesen waren braun. Und jetzt sind sie weiß. Ich habe das komplette Badezimmer lackiert. Ja, dann habe ich schon mal den Schrank und den Schrank neu reingestellt. Die waren hier nicht drin. Und ja, dann als nächstes das Schlafzimmer. So, das sieht so aus. Da habe ich auch gestrichen. Diese Wände. Dann hier steht noch Zeug drin, das muss noch raus. Den Kleiderschrank übernehme ich, der war auch holzfarben. Den habe ich beklebt mit Folie, damit er weiß ist. Der hat so Schiebetüren, also der bleibt drin und der Rest, was hier vorsteht, das kommt raus. So, dann geht es hier nochmal auf den Balkon. Und hier ist eine Abstellkammer. Da ist einfach nur so Zeug drin. So, dann im Allgemeinen haben wir die ganzen Türrahmen hier gestrichen. Und dann kommen wir ins Wohnzimmer. Ich gucke mal, ob ich hier auch Licht anmache. Na, tut sich nicht viel. Gut, da habe ich auch diese Wand hier gestrichen. Die waren zum Glück weiß. Die und diese habe ich grau gestrichen. Und da steht auch noch ein bisschen Zeug. Hier steht auch noch ein bisschen Zeug. Aber ja, so sieht's aus. Und das ist jetzt meine renovierte Wohnung quasi. Ja, und dann irgendwann, wenn ich fertig bin, zeige ich euch dann meine komplett eingerichtete Wohnung. Aber ich finde sie jetzt schon viel besser als vorher. Also es hat sich einiges getan. Einiges. Und es ist, ich glaube, es wird sehr schön. Ich glaube, ich werde mich sehr wohl fühlen. Hallo. Okay, wie auch immer. Ich hoffe, das Video
Video hat euch gefallen. Das ist auf jeden Fall jetzt meine nackte Roomtour, weil die Wohnung leer ist. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie das so Schritt für Schritt vorangeht, guckt einfach jeden Tag um 18 Uhr meine Vlogs auf diesem Kanal. Und ansonsten wird es irgendwann, wenn ich fertig bin mit der Wohnung, noch eine komplette Roomtour geben, eingerichtet. Und ja, ihr könnt mir gerne eure Inspiration, Feedback, Vorschläge, was auch immer in den Kommentaren dalassen. Und ansonsten, die Katzen drehen hier gerade ein bisschen durch. Was ist von diesem Video? Ich hoffe sehr, dass euch die Roomtour gefallen hat. Wenn ihr jetzt die vorherige noch nicht kennt, klickt hier unbedingt in dieses Video. Ansonsten ist hier eine Playlist mit allen Roomtouren, die ich mal gedreht habe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier meinen Kanal abonnieren würdet. Und ansonsten würde ich sagen, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!